Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir befinden uns hier gerade in der großen Cheops-Pyramide. Wir sind gerade hier reingegangen in der letzten Folge, wenn ihr das gesehen haben solltet. Und jetzt möchte ich hier das Grabmal von Cheops mal erkunden. Wir müssen eine Steintafel finden. Ziemlich geil. Das erste Mal drin in so einer großen Pyramide. Ja, wenn euch die Folge am Ende gefallen sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da für die Folge. Und auch danke an alle, die noch hier dabei sind bei dem Assassin's Creed Let's Play. Ich finde es bisher, ich bin echt begeistert von dem Spiel mal wieder. Also ich mag ja Assassin's Creed sowieso, aber hier jetzt wieder mit Origins in Ägypten fesselt einen. Also ich werde hier von der Welt richtig, richtig wieder gefesselt. Auch Syndicate und so wieder gut, wieder gerne gespielt. Aber die Verbesserungen hier von Assassin's Creed Origins gefallen mir persönlich richtig gut. Auch von so einer bombastischen Spielwelt wie hier. Könnte man links und rechts gehen, das finde ich immer blöd. Da weiß ich nämlich nie, wo ich zuerst hingehen soll. Oder was ist das hier da? Ne, komm mal, hier ist zu. Aha. Habe ich da was entdeckt schon? Ah ja. Loot, Loot, Loot. Okay. Da haben wir nichts. Geht es da runter? Oh ja. Hier kommt mal richtig, richtig Grabstimmung auf. Es ist echt dunkel hier drin. Ohne Fackel kannst du das hier vergessen. Ich höre Ratten. Hoffentlich sind hier keine Schlangen noch dabei oder so. Das wird den alten ägyptischen Pharao ja aber echt freuen, wenn wir hier sein Grab plündern. Das mögen die ja immer gerne. Okay, gehen wir runter. Aua. So tief war's. Frage ist, wie wir hier auch gleich wieder rauskommen. Oh, was ist das denn? Eine Falle? Oder komm ich nur durch, wenn ich einen Fahrschein habe? Wo mag das hinführen? An dieser Tür ist eine Falle angebracht. Ja. Hier führt kein Weg hindurch. Gar nicht durch? Scheiße. Muss ich dafür noch irgendwas Neues lernen oder muss ich einen anderen Weg finden? Ich habe doch hier ganz gar keinen anderen Weg gesehen. Vielleicht ist das der Ausgang? Hier durchkriechen geht ja auch nicht. Habe ich vielleicht eine brüchige Wand irgendwo oder so? Oder den anderen Weg, den ich da am Anfang noch gegangen bin. Ich bin ja hier durch den schmalen Spalt gegangen. Dass ich da nochmal zurück muss. Weil brüchige Wände sind hier auch nicht so wirklich. Es war hier nur diese eine Kammer mit dem Loch da unten. Ich glaube, das ist eher vielleicht der Ausgang, dass ich da rauskomme. Dann muss ich mal hier nach links. So, hier durchzwängen wieder. Und dann hier lang. Kann man das hier anmachen? Ja. Danke. Dann müsste doch das hier zu dieser... Oh Gott. Ich dachte eigentlich hier... Da geht's hoch. Zu dieser Sackgasse, die ich eben von der anderen Seite gesehen hatte. Ah, ich muss da hoch. Von hier. Ja. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich jetzt nach oben muss. Da unten geht's auch nicht durch. Da passe ich nicht durch. Anmachen bitte.
Dann weiß man auch immer, man war schon mal da, wenn irgendwo hier diese großen Feuerbottiche brennen. Ja, sieht doch cool aus von hinten. So, hier passe ich durch. Mehr oder weniger. Zieh den Schild ein. Okay. Loot, Loot, Loot und auch blauer, wichtiger Loot. Oder ist wahrscheinlich wieder ein wichtiger Text. Guck mal, was da hinten noch alles leuchtet, wo ich herkomme. Da hinten auch so viele blaue Sachen. Ah, eine Geheimtür. Die Skaraveen, die zeigen mir den Weg. Das leuchtet aber ganz schön hier. Was, das war wieder so ein Kristall zum Craften. Es gibt einen einfachen Menschen namens Didi. Er wohnt in Diet Snufu, ein einfacher Bürger von 110 Jahren. Er verzehrt täglich 500 Brote, die Hälfte eines Rindes und er trinkt 100 Krüge Bier. Er weiß, wie man abgetrennte Köpfe wieder annäht. Er kann einen Löwen so gehorsam machen, dass er hinter ihm hergeht, während der Strick auf den Boden schleift. Er kennt die Anzahl der Räume in Heiligtum des Tod. Mhm. Sollte ich den mal besuchen? Hört sich ja ziemlich interessant an, der gute Didi. 500 Brote frisst er am Tag und dafür 100 Krüge Bier. Nicht schlecht, ne? Bei dem Bier kann ich vielleicht, ja, nicht ganz mithalten, ne. Einfach mal so das schwere Ding hier anheben. Okay, okay. Ich bin bei Dagobert angelangt. Ganzen Opfergaben für die Reise ins Totenreich. Oh, guck mal, hier haben wir wieder ein Stück von der Bundeslade. Die ist aber hier aufgebrochen, oder? Ne, es ist ein Stuhl. Okay, vergiss es. Keine Lade. Was ist das? Sieht aus, da läuft ein bisschen Sand, das kann ich zerschlagen, oder? Oh, oh. Auf jeden Fall ist da irgendwie ein Mechanismus angegangen. Hm. Auf der Seite auch nochmal. Hier steht was. Ich lese mal. Vielleicht ist es ja gefährlich. Der Leichtsinnige, der den Wüstensand entfesselt, wird von der trockenen Tiefe verschluckt. Okay. Es wird der Raum wird mit Sand geflutet, wenn ich das mache. Dann muss ich wahrscheinlich schnell dann hier so hochklettern und so. Und mich retten. Mal schon mal checken. Also auf den Schrank kann ich schon mal rauf. Vielleicht kann man das ja auch mit dem Bogen machen, würde schneller gehen. Lol. Das sieht aber cool aus. Es geht! Okay. Werde ich jetzt verschlungen? Von der trockenen Tiefe? Nö. Nö? Noch nicht. Hat vielleicht nicht mehr richtig funktioniert oder ich war nicht leichtsinnig genug. Noch mehr Schätze. Ah. Oh, das scheint der große Schatz zu sein. Ja, die große leuchtende Kiste, Sarkophagkiste. Merkt man auch an der Musik. Oh König, du bist dieser große Stern, der Gefährte des Orion, der gemeinsam mit Orion den Himmel überquert, der mit Osiris durch die Duat reist. Du steigst am Osthimmel auf und wirst erneuert, wenn deine Zeit gekommen ist. Der Sonnengott. Die Seite kann ich nicht lesen. Gott, ey. Das hier mit den ganzen Krügen und Schalen und sowas erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, als sie in Lestrange Schließfach waren.
Hey. Wir was zum Verkaufen. Doppelmesserchen. Kohlenstoffkristall. Ich kann was updaten. Noch mehr? Noch mehr, noch mehr? Ja, die große Kiste, selbstverständlich. Ach nee, das ist ja hier die Steintafel, die man hier immer findet. Hier ist noch was zum Lesen dran. Okay. Ktum Kyofu, Sohn von Sofru und Königin Heteferis, Bringer des Lichts, der Safran-gekleidete, der Geliebte, der goldenen Kugel und der silbernen Sonne. Ah, der liegt hier also. Der liegt hier also begraben. So einen großen Sarkophag hat der bekommen, ey. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ja. Grabmal von Cheops. Ein Fähigkeitspunkt. Das war cool, das hat mir gefallen. Da mal das Grab hier zu erforschen. Da mache ich gleich nochmal, glaube ich, einen schönen Screenshot für das Video und dann geht es sofort weiter. Das wird das Thumbnail für die heutige Folge. So, und dann geht es ja so sofort weiter. Wenn ich schon mal hier drin bin, ne, ich will, dann nehme ich auch schnell das Bild mit. So, also wenn ihr die Folge dann seht, das Bild ist da dran. An der Folge, Episode, Bild. Ja. Yeah. Nehmen wir wieder raus hier. Okay. Zeigt mir aber immer noch, dass es hier noch weitere Wege gibt, wenn da hinten noch der Weg war mit der Falle. Oder ich komme jetzt daran vorbei. Bin ich jetzt gelandet? Ich höre hier Wind durchpfeifen. Bin ich hier richtig? Da liegt noch was. Noch so ein Kristall. War das jetzt nur, um den Kristall zu holen? Ich kann hier auf den Regalen nicht rumklettern. Oder muss ich den gleichen Weg wieder hinausgehen, den ich reingekommen bin? Was war das denn für ein Leuchten? Hier ist gar nichts. Da komme ich auch nicht wieder hoch. Ich muss hier klettern. Ah, okay. Hier geht's. Ist da drüben was? Auf der Seite? Da oben ist auf jeden Fall ein Durchgang. Mit Nebel. Und hier? War ich hier schon? Das sieht gerade sehr, sehr, sehr... Ne, hier war ich noch nicht. Jetzt habe ich wieder zwei Seiten. Ich will nochmal darüber. Höher geht's nicht. Ah ne, hier bin ich rausgekommen aus dem Grab. Das ist wieder die Grabkammer, ne? Und dann bin ich runtergegangen. So war's. War's so? Ja. Verwirrend. Altes Haus. Altes Haus und so. So, also dann habe ich unten den Kristall noch geplündert. Und muss einfach nur hier auf die andere Seite. Also darüber einfach. Halt dich doch fest! Oder so. Das war sehr gekonnt. Nicht. So, dann geht's hier durch. Stehen wir wieder auf. Ich brauch's nicht mehr geduckt gehen. Ist die Deckenhöhe etwas angenehmer. Ich komme bestimmt gleich zu diesem Raum, wo die Falle war. Zu irgendwas muss das doch führen. Aha. Wieder etwas zu lesen. Und dann muss ich hier danach da lang. Eine Wandinschrift. Wisset, dass Kade in diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Er hat sich hier verewigt. Er hat sich hier verewigt. Einer der Arbeiter. Ein Steinmetz. Hat aber gute Arbeit geleistet. Es gibt kaum einen besseren Steinmetz. Ah, das ist doch hier. Nö, oder? Nö, ist eine andere Wand.
Aber es geht wieder Richtung... Richtung unten. Also nach unten halt. Richtung unten. Es geht tiefer. Okay, jetzt geht's... Da drüben ist nichts. Aha. Ist in der halb abgeschrägte Seite. Ne, da ist der Ausgang. Komisch. Entweder gibt es hier noch weitere versteckte Eingänge und Wege, um da zu dem anderen Raum zu kommen, wo ich da gesehen habe, wo er gesagt hat, ey, das ist von der... Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Von der Falle gesichert. Jetzt bin ich hier komplett auf der anderen Seite rausgekommen, ne? Ja. Fackel kann weg. Das war bestimmt nicht der letzte Eingang. Wow, guck dir mal den Sandsturm an jetzt. Ja, ich bin hier. Guck mal, ich bin da. Da bin ich reingegangen. Tafel entdeckt und ich bin hier hinten rausgekommen. Einmal komplett durch das Ding durchmarschiert. So, dann aber jetzt mal hier das Lager ausräuchern. Ja, so fühlt man sich noch mehr richtig jetzt in Ägypten. Mit den großen Gräbern und den Pyramiden und so. So, geht weiter mit Helmut, das Kamel. Sieht aus, als wäre da ein Geiernest. Hm? Wer redet da? Neuer Ort entdeckt. Mastaba auf dem... Was? Osterfriedhof? Was? Was stand da? Ah, das da stand da. Ostfriedhof. Mastaba auf den Ostfriedhof. Finde in der Nähe die Papyrusrolle. Gleich. Eins nacheinander. Dieser Ort wird schwer bewacht. Mhm. Aber irgendwie steht oben keiner. Keine Bogenschützen auf den Dächern. Nicht mal unten. Also. Wo sind die? Wo sind denn die alle? Was ist die Quest angeben? Ah, da ist einer. Ein Schatz gibt es ja auch noch zum Plündern. Den haben wir da. Gut, alles markiert. Hauptmann töten, Schatz plündern. Und Feierabend machen. Gut, dass sich der Hauptmann so von seinen Leuten trennt. Idiot. So. Der ist weg. Guck mal, die sitzen da alle so schön rum. Ich muss mal gucken, ob da, wo die sitzen, irgendwie was zum Anzünden steht. Mit meinem neuen schönen Brandbogen hier. Meistens haben die doch da immer noch diese roten... Genau, die da. Leute, das wird wehtun, ne? Verdammt! Woher? Hey, was? Und Attentat von oben. Toll. Das Feuer breitet sich da aus, wo die nicht stehen. Alarm! Angriff! Ausweichen. Oh, den hat zerlegt. Ich löse deine Probleme. Nice. Valkyren-Style, wie bei For Honor, mit dem Stich da gerade. Okay. So, das Lager ist schon mal komplett fertig. Oh, wir haben hier noch ein bisschen Knete. Da vorne kann ich noch mehr aufheben. So, Fähigkeitspunkte. Ich habe 2. Ah, die Steintafel gab einen Fähigkeitspunkt. Da kriegt man also noch zusätzliche Punkte durch die Steintafeln und nicht nur durch das Level-Up. Gab noch einen weiteren. So, wollte ich noch irgendwas für 2 Punkte kaufen? Ich will hier die Sachen noch haben. Das ist so cool hier mit dem Adrenalin bei jedem Kampf und sowas. Bräuchte ich noch das halbe Level von. Hier habe ich eigentlich schon so wichtige Sachen, Bogenträger und verbesserter Raubtierbogen schon gelernt. Verbesserter Leichterbogen. Verbesserter Jagdbogen. Verbesserter Kriegsbogen, da kannst du jeden Bogen nochmal verbessern. Jagdinstinkt für einen Vogel.
Adlerangriff. Das ist alles nett, feilsame, aber noch nicht wichtig. Das hier ist noch ziemlich cool. Braucht auch 3 Punkte. Den will ich auf jeden Fall lernen, den Schuss, Zeitlupenschuss aus der Luft. So, aber die Kohlenstoffkristalle hatte ich ja noch. Ich kann wieder ein Item verbessern. Entweder das hier. Da kriege ich Fernkampfschaden. Der wird damit erhöht. Und hier wird erhöht Nahkampfschaden. Also beides gut. Nimm mal den Nahkampfschaden höher. Oh, da hat sich die Armschiene wieder optisch verändert hier. Seht ihr? Ja. Jetzt sieht das Ding so aus. Eben war das ja so breites Geflecht. Jetzt ist es eher so glatter. Und auf der anderen Seite, das hier wäre dann für das Ding. Mhm. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn ich die letzte Stufe erreiche. Da brauche ich jetzt 5 Kohlenstoffkristalle. 5, dann hier nochmal auch 5, sind 10. Und dann hier auch nochmal 3. Puh, also da brauche ich noch ordentlich von den Dingern. Da brauche ich noch echt ordentlich. Schlichte Hauen und Stechen. Kritische Trefferwirkung. Leider sind meine Messer, die ich habe, auch immer noch viel zu gut. Ne? Wo sind die denn eigentlich? Da sind die jetzt. Hat er ihn auf die Seite gepackt. Na komm, die können auch weg langsam. Ich behalte jetzt den Speer. Also hier die Messer, die ich habe. Mit Gesundheit beim Töten, kritische Trefferchance. Halt, dieses Gesundheit beim Töten, das ist halt noch eine ziemlich starke Fähigkeit. Deswegen behalte ich die lieber. Na genau, hier, das können wir noch mitnehmen. Okay. Ah, es ist einer im Käfig. Du da! Ist das ein Magi-Abzeichen? Komm her! Bitte, ja. Ich bin schwach. Rette mich von hier. Ich kenne alle Geheimnisse von Gizeh. Ich verrate dir alles. Okay, Geheimnisse Kannst von Gizeh. Kannst du mich tragen? Alleine falle ich um. Tragen sollte ich dich auch. Hilf mir. Das ist ein Magi-Abzeichen, ja, aber das habe ich bei eBay gekauft. Die Götter sind gnädig. Du bist ein wahrer Held. Sei ruhig. Kopf runter. Kopf runter. Die sind alle tot, Mensch. Bayek, das müsstest du doch wissen. Soll ich ihn dir jetzt hinbringen? Vielleicht wäre es mal, wenn ich die Quest annehme. Habe ich gar nicht. Muss ich ihn einfach rausschleppen erstmal? Ich bringe ihn erstmal raus aus diesem Tempel einfach. Vielleicht redet er dann nochmal mit mir. Noch habe ich keine Quest bekommen. 1 Meter, weil ich ihn trage. So, lege das Ziel auf den Boden, um das Missionsziel abzuschließen. Jetzt liegt er hier in der Wüste, toll. Ah, toll, er kann laufen, er kann wieder stehen. Oh, ein Wunder ist geschehen. Freiheit! Du erholst dich schnell. Nun, sollen wir ein paar Gräber ausrauben? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenfledderer? Ja. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Wenn's sein muss. Ja, okay. Mein persönlicher Magi. Was für ein Glück. Ich dachte, ihr werdet längst alle... Weg da. Gegner. Bastard, da bist du. Eiskalt. Niedergebrannt. Wo ist ein anderer jetzt hingelaufen? Das ist ein Bogenschütze. Ich dachte, der flieht schon wieder. Nicht klettern. Alter, das war aber ein Stich. Kritischer 1300 Treffer oder was? Ja, mein persönlicher Magi. Mhm. Was für ein Glück. Ich dachte, ihr werdet längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an
Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja, es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring und hör auf damit. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen, Aha, das ist mein Palast, gleich vor uns. Wahnsinn. Schöner Palast. Ja, echt schön, ja. Wo sind die Frauen? Mein Seni! Warum kommst du nicht und suchst nach mir? Ich saß tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut, ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Ha! Das Glück ist immer auf deiner Seite. Nicht wahr, Ober? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja. Ja. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Kleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging in den Süden. Stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien. Oh, dann werden wir also in der nächsten Folge doch noch den Sphinxen sehen. Sphinxenstatue. Da bin ich aber gespannt. Finde und rette Rashidi. Er wird in einem Banditenlager südlich der Sphinx gefangen gehalten. Dann habe ich aber wahrscheinlich auf die ganz andere falsche Seite geguckt, als ich die Sphinx gesucht habe. Die ist nämlich da. Na cool. Okay, damit geht's auf jeden Fall weiter. Ja, ich bedanke mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefallen sollte oder gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich wie immer ciao, ciao, bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Macht's gut.